wissen sehr viel über die beiden Künstlerinnen, die hier auf der Bühne sitzen. Und deswegen denke ich, wir werden die einzelnen Informationen, die Sie alle schon haben, nicht noch einmal wiederholen. Ich würde stattdessen vorschlagen, dass ich mit beiden ein Gespräch darüber beginne, wie sie in ihrem Leben als Frau und Künstlerin die verschiedenen Herausforderungen gemeistert haben, die ihnen von der Filmindustrie und auch von der Geschichte des 20. Jahrhunderts gestellt worden sind. Denn beide haben auf unterschiedliche Weise dieses schreckliche 20. Jahrhundert erlebt und in Filmen gespielt, die sich dazu verhalten haben. Ich möchte also etwas machen, was Truffaut in seinem berühmten Buch über Hitchcock gemacht hat. Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Es geht aber nicht nur darum, wie haben Sie es geschafft, als Regisseurin oder als Schauspielerin sich zu behaupten, sondern welchen Einfluss hat das gehabt auf Ihre Arbeit, dass Sie als Frauen einen anderen Blick auf das Leben und auf die Geschichte geworfen haben. Und wenn ich mir Ihre beiden Leben ansehe, habe ich den Eindruck, dass das Jahr 1968 für beide eine gewisse Rolle gespielt hat. Martha, Sie haben seit 1968 sehr viele Filme gemacht und vor 1968 auch viele, aber seit 1968 haben Sie völlig andere Filme gemacht. Filme, in denen das Leben von Frauen auf eine dokumentarisch-realistische Weise gezeigt worden ist, wie wir es vorher im Kino nicht gesehen haben. Hat das etwas mit diesem Jahr 1968 zu tun? Ja, igen, ebben kell beszélni. Igen, ez az év és ez a film, az örömbefogadás, amit akkoriban Berlinálén bemutatták, ez azért nagyon fontos pillanat volt az életemben, mert hát egyrészt ugye akkor még két Berlin volt, és én a Kelet-Berlinbe érkeztem, és aztán átmentünk egy drótkerítésen, és megérkeztem a Nyugat-Berlinbe, ahol várt engem ez a fesztivál, amit nem is tudtam, hogy mit jelent. Boldog voltam, hogy idejöhettem, és megismertem egy más világot. És akkor nagyon jól éreztem magamat, a színésznő is itt volt velem, és boldogan söröztünk, és nyár volt, és jártuk a Berlin, a Nyugat Berlint, az Észak-Berlin Berlinből, és akkor egy szép napon közölték, hogy most már vége a fesztiválnak, és béke kiosztás lesz. Na. És bementem a szállodába, és akkor ott az egyik magyar elvtárs, aki velem volt, ugye akkor elvtársak kísértek bennünket ilyen utakra, azt mondta, hogy Márta, te díjat kaptál. Mondtam, hogy nagyon örültem neki, mert közben kaptam mindenféle díjat, ilyen egyházi díjakat kaptam,
katolikus egyház, evangélikus egyház, zsidó egyház, és nagyon boldog voltam, de ezt nem, de nagy díjat kaptam. Igen, mi az a nagy díj? Hát ez a nagy díj. És akkor jött a átadás, és én megkaptam a nagy díjat, aminek nagyon örültem, de akkor a jelentősége nem volt, nem tudom, annyira tisztában. Annyi fontos volt számomra, hogy mégis úgy megyek haza, hogy ez a film sikert aratott, mert Magyarországon ez a film nem aratott sikert. És mikor a németek jöttek és kiválasztották a magyar filmek között ezt a filmet, akkor a magyar hatóságok nagyon tiltakoztak, azt mondták, hát ezt a rossz filmet miért tudjuk ki Berlinbe, hát ne hülyeskedjenek, mert ez hülyeséget, szerencsétlen nő ott szerencsétlenkedik, nem tudja, hogy mit csináljon, a férfiben nem tudja, mit csinál, szüljön vagy ne szüljön gyereket. Kit érdekli? Ez a világot nem érdekli. És aztán csodálkoztak, hogy ez a film nagy díjat kapott, és csodálkoztak, hogy minden ország megvette. És akkor nekem ez nagyon... Később értettem meg, hogy ez milyen lépés volt, egy nagy lépés az életemben, mert azután sokkal könnyebben tudtam a filmémet csinálni, és ez valószínűleg ma már itt idősen úgy volt megnézve ezt a filmet és a közönséget, aki még mindig nézi ezt a filmet, gondolom, hogy ez nagyon fontos pillanat volt az életemben. Das heißt aber, das Studio, in dem Sie den Film gemacht haben, hat Ihren Film nicht sonderlich geliebt. War es denn sehr schwer, ihn überhaupt zu machen? Nein, nein, nein. A filmet egyáltalán nem szerették. Se elfogadáskor nagyon rossz filmek tartották, és érdektelennek, és ezt tudomásul kellett venni. Én örültem neki egyáltalán, hogy a filmet megcsinálhattam. Zu dieser Zeit gab es im Westen eine ziemlich große Anzahl von Frauen, die genau diese Art von Filmen, die sie gemacht haben, wunderbar fand. Denn es waren die Fragen, die auch uns bewegten. Hanna, Sie haben damals nicht mit Frauen zusammengearbeitet, sondern mit einem etwas schwierigen Mann, den man heute sehr leicht für ein Genie hält, der aber in den ersten Jahren seiner Arbeit einige Schwierigkeiten hatte, auch seine Filme zu machen und der auch nicht unbedingt immer geliebt worden ist. Der große Erfolg kam ja erst später. Wie haben Sie diese Zeit empfunden? Ja, die Zeit war für mich auch eine Befreiung. Nicht nur, dass wir auf die Straße gegangen sind und Nein gerufen haben, sondern auch, dass ich aus meinem Studium ausgestiegen bin. Ich war schon im 10. Semester der Philologie und habe mir was dazu verdient, wie das so üblich ist mit Kellner. Und dann kam auf mich eine, so eine wie ich, die das nur zum Ersatz gemacht hat, zu und hat gesagt, du, ich gehe abends in die Schauspielschule, willst du noch nicht mitkommen? Und da bin ich, habe ich gesagt, ja, bin mitgegangen und 3 Tage später war ich auf der Schule drin. Und das war aber im Jahr, ein Jahr davor. Und ich wusste, mir war das gar nicht bewusst, dass ich überhaupt Schauspielerin werden will, sondern ich habe nur gewartet auf etwas, das mich aus diesem schrecklich analytischen, hirnlastigen, von diesem Weg wieder abholt. Weil ich habe das Gefühl gehabt, ich werde mir selbst immer fremder dadurch.
Und deshalb bin ich bei der nächsten Gelegenheit aufgesprungen. Und dann in dieser Schule saß einer, der hieß Fassbinder. Und der ist mir sofort aufgefallen, weil wenn man den gesehen hat, konnte man nicht anders als ihn sehen. Das war so ein Gesicht, das auch im gewissen Sinn anders war als die anderen Gesichter. Ich habe später zu ihm gesagt, du bist auf dem Weg der Mongolen nach Europa verloren gegangen, so quasi. Also er sah irgendwie anders aus und er war auch in seinem Verhalten anders als alle anderen. Und ich bin von der Schule dann nach ein paar Wochen wieder abgegangen, weil ich mir gedacht habe, das ist es auch nicht, ich werde ja immer schlechter statt besser. Und bin dann wieder weiter auf die Uni gegangen und dann hatte mich der Fassbinder nicht vergessen. Der ging dann auch ab und er hat mich gesucht und gefunden und dann ein Jahr vor 68 habe ich dann diesen Zettel in meinem Briefkasten gefunden. Willst du Antigone spielen? Premiere ist übermorgen. Antigone war immer schon in der Schule eines meiner Lieblingsfiguren wegen des Ungehorsams. Und insofern habe ich mir gedacht, ja, denn ich mochte ja auf der Schauspielschule, was mich wahnsinnig gemacht hat, war dieses viele immer wieder proben und dabei immer schlechter werden. Und da habe ich mir gedacht, da kann man nicht viel proben, da musst du dich einfach nur reinwerfen. Und so war es dann auch. Und dann haben wir angefangen und dann ein Jahr später, und dann hat er auch sehr bald schon, wir haben also Theater gemacht in einem stillgelegten Kinosaal. Und dann ein Jahr später war der erste Film fertig. Ich glaube, der würde 68 oder vielleicht war es 69 auf der Berlinale präsentiert und er wurde schrecklich ausgepfiffen. Also insofern war das eine ähnliche Erfahrung wie für Martha. Es war von den eigenen Leuten überhaupt nicht akzeptiert und Fassbinder hat sich, obwohl er sich ja schrecklich gelitten hat, hat sich einen Ruck gegeben, ging vor das Publikum hin und hat gesagt, mehr, mehr, ja, pfeifen, mehr, mehr, mehr. Und das war die Rettung für ihn, dass ihn das nicht total entkräftigt hat. Aber für uns alle war 68 eben auch schon das Jahr des Aufbruchs. Das heißt, man hat sich nicht einfach nur als die gefühlt, die dieses furchtbare Nazi-Erbe übergestülpt hatten als die Generation danach. Und wir waren ja auch viele Nestflüchter. Ich bin schon mit 19 nach Paris, Vier Au Pair hat sich das damals genannt, sondern wir haben uns auch gefühlt als die, die eben sagen konnten, wir können uns auch etwas ganz anderes vorstellen und es muss anders weitergehen. Sie haben den schönen Satz gesagt, Fassbinder hat immer an sein Talent geglaubt, ich nicht an meines. Aha. Ja. Ich fand diesen Satz deswegen so schön, weil es vielen Künstlerinnen am Anfang so gegangen ist, dass sie kein großes Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten hatten, während es bei sehr vielen Männern so ist, dass sie das Gefühl haben, sie werden die Welt erobern und die Welt ist ihnen etwas schuldig. Ich antworte jetzt einfach mal, weil ich habe ja auch gesagt, ich habe nicht an mein Talent geglaubt. Am Anfang musste ich wohl dran geglaubt haben, weil sonst hätte ich nicht diesen Mut gehabt, mich da einfach so reinzustellen in dieses Licht. Und ich habe gefühlt, es gibt mir eine Energie, die ich vorher nicht kannte. Endlich gucken mir alle zu. So, also ich meine, das ist ja der bekannte Impuls. Ich habe mich auch irgendwie so schlafwandlerisch sicher gefühlt da drin. Ich hatte auch keine Angst. Also irgendetwas muss am Anfang gewesen sein, dass ich mir das zugetraut habe und dass ich das natürlich fand, dass ich da stehe.
Und die Verunsicherung kam wahrscheinlich später, weil ich ja auch bei ihm eigentlich eine Figur in seinem Kosmos war und nicht in meinem. Wenn ich Ihnen beiden zuhöre, habe ich den Eindruck, dass in Ihrer beider Leben etwas sehr wichtig war, nämlich der Ungehorsam. Ich weiß, dass das Tagebuch für meine Kinder nicht einfach ein autobiografischer Film ist, aber dass sehr viel Autobiografisches da eingegangen ist. Und das junge Mädchen ist vor allen Dingen ungehorsam. Kommt aus dem Ungehorsam für Frauen eine besondere Kraft? Martha? Nem tudom, hogy nem, ez inkább arról van szó, hogy az embernek meg kell tanulni a saját magát, és nem hagyni. Én olyan, mint a Hannának ilyen küzdelmem nekem nem volt, mert én rendező voltam, nem színésznő. Ő egy gyönyörű nő volt, és egy színésznő. Ki volt téve a szépsége és a nőiessége. Az én nőiességem nem létezett nekem, egyszerűen oda kellett menni, és megcsinálni a filmet, megmondani a színészeknek, hogy mit csináljanak, és mit játszanak, és akkor, amikor elkezdtem az első filmet csinálni, akkor nekem akkor a férjem Jancsó Miklós volt, és akkor mindig azt mondták a környezetem, azt mondta, ne izguljatok, majd jön a Jancsó, és megrendezi. De aztán nem jött a Jancsó, nem rendezte. Ez tett az idő, és azt mondták, akkor ugye lassú volt a filmgyártás, majd jön a Jancsó, és összevágja. És azért az valahogy összejön ez a film. És mindig így volt, hogy jön a Jancsó, és majd valamit csinál, és valaki. De nem jött a Jancsó, nem jött a Jancsó, és a film ment tovább. És akkor vége lett a filmnek, akkor azt mondták, hogy hát nem tudják, hogy ez jó vagy rossz, de minden esetre el kell fogadni, mert ugye pénzt belefektetünk. És az volt az érdekes, hogy mindig külföldről jött valaki, például egy olasz filmkritikus, Lino Micsige, aki egy csodálatos filmkritikus volt, és a filmemet, amit akkoriban csináltam, mindenki, hát mondta, igen, érdekel, de hát kinek kell. És akkor jött a Lino Micsige, és megnézte a magyar filmeket, és az én filmemet választotta ki megint egy fesztiválra. És mindig a magyarok csodálkoztak, hogy mi ez a hülye, ez a világ, hát nem látják, hogy ez egy nagyon közepes, ez a nőkről szól, és a nők milyen fontos ez. De én ezzel nem foglalkoztam. Megmondom őszintén, voltam olyan nagyképű, és voltam olyan kemény, hogy én csináltam a dolgomat, és megcsináltam a következő filmet, és mikor rájöttek, hogy a filmeimet megveszik külföldön, akkor egy kicsit enyhült a dolog, de őszintén meg kell mondanom, hogy Magyarországot nagyon nehezen hódítottam meg. A világot már majdnem meghódítottam, amire végre a magyarok is tudomásul vettek, hogy létezem. Im eigenen Land ist es ohnehin immer am schwierigsten. Das ist etwas, was auch Fassbinder relativ früh gelernt hat. Da, wo er in Deutschland abgelehnt worden ist oder wo es zumindest schwierig war, da hat das Ausland gesagt, da ist ein ganz außerordentliches junges Genie. Und ich erinnere an den Satz, den Godard einmal gesagt hat, nicht jeder Film von Fassbinder ist gut, aber wir haben von ihm so viel mehr gelernt über dieses Deutschland nach dem Krieg als von allen anderen zusammen.
von diesem, sagen wir mal, Ruhm aus dem Ausland, wie viel haben Sie davon mitbekommen, Hanna, bevor Sie zu anderen Regionen übergewechselt sind? Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Erstens mal war ich ja schon angebunden an Frankreich, weil ich ja dieses Jahr in Paris war, für mich ein ganz wichtiges Jahr. Auch was Filme angeht, weil Paris war immer schon eine Filmstadt und ich kannte, ich habe da überhaupt erst die Filme gesehen, auch die deutschen Klassiker, also Lang und Murnau und die, das habe ich alles aus Paris erst in Paris kennengelernt und ich habe das nie nicht mehr aus den Augen verloren. Aber dann habe ich natürlich, ich war dann ja auch sofort immer mit eingeladen, wenn es zu Präsentationen kam. Und ich, das hat in gewisser Weise Mut gemacht, weil das eigene Land ist ja, da gab es ja hauptsächlich Ablehnung. Und das war vielleicht auch einer der Gründe, weshalb ich versucht habe, oder weshalb er mich vielleicht konstant dann am Anfang auch genommen hat, dass ich immer da, wo er vielleicht zu provokatorisch war und zu die Leute zu sehr vor den Kopf stoßen wollte, wenn ihr schon nicht sehen wollt, dann müsst ihr eben fühlen. Und da habe ich dann irgendwie aus Instinkt des Ausgleichs versucht, doch zu gefallen auch. Also es den Leuten leichter zu machen, die Filme zu schlucken in gewisser Weise. Und das hat natürlich einen Einfluss gehabt, diese Ablehnung des eigenen. Aber ich selber habe ja die Abneigung des eigenen auch in mir gespürt. Denn mir hat es überall besser gefallen als bei uns. Also ich fand es überall schöner. Das war diese wahrscheinlich im Unbewussten, dieses nicht identifiziert sein wollen mit dem, was gewesen ist. Ich habe übrigens furchtbaren Durst, könnte mir jemand etwas Wasser bringen? Én csak azt akarom mondani, hogy én egyszer a Berlini Filmfesztiválon voltam zsűribe, és a Fassbinder volt a zsűribe. És ültünk egymás mellett, én voltam az egyetlen nő a zsűri között, és unatkoztunk, hát unalmas volt mindig a beszélgetés, hogy milyen filmet láttunk, milyen jó filmet, vagy nem. És nézze, én akkor már láttam Fassbinder filmet, és csodáltam, és mindig rám nézett, és kérdezte, hogy te filmet csinálsz? Mondom, igen. És honnét jössz? Mondom, Magyarországon. Magyarország? Milyen ország? Ja, ez az itt a kommunista ország. Mondom, igen, ez a kommunista ország. És azt mondja, igen, sokszor gondolok, hogy azért el kéne menni ott megnézni, hogy milyen a világ. És itt barátkoztunk. És nagyon utáltuk a két amerikai filmet, és a zsűri több tagjai a amerikai filmet akarták minden áron díjazni. És akkor a Fassbinder oda hajolt hozzám, és azt mondta, te neked tetszik ez a hülyeség? Mondom, nem. Azt mondja, de jó, akkor te ellene szavazol? Mondom, én ellene szavazok. Jó, akkor fogjunk össze, és így összefogtunk, és mindig ellene szavaztunk a két amerikai filmnek. A többiek föl voltak háborodva, és miközben nagyokat röhögtünk, és összebarátkoztunk, és aztán meghívott engem egy ebédre vagy vacsorára, nem emlékszem, és ott jó berúgtunk, mert ő is szeretett inni, meg én is, és nagyokat röhögtünk. De az amerikai filmek nem nyertek díjakat.
Man darf aber darüber nicht vergessen, dass Fassbinder und viele der jungen Männer, die damals gleichaltrig waren und Filme gemacht haben, von ganz bestimmten amerikanischen Filmen sehr beeindruckt waren. Und es waren aber eher die Big Pictures, die kleinen schmutzigen Filme, die Filme der Série Noire, die Polizistenfilme, die Gangsterfilme. Alles das, was nicht in das große Entertainment gehörte, sondern eher Schicksale am Rand gezeigt hat. Das hat uns, den Frauen, die damals in Deutschland Filme gemacht haben, eher Probleme gemacht. Denn wir haben ihre Filme geliebt, die Filme, die Schicksale von Frauen zeigten, und waren eher aggressiv gegenüber dieser Traditionslinie der Polizei- und Gangsterfilme. Wir haben also sehr wohl wahrgenommen, was in Ungarn oder auch in Polen, in der Tschechoslowakei gemacht worden ist, aber haben Sie damals wahrgenommen, dass es im Westen eine richtige Frauenfilmbewegung gab und was wir gemacht haben? Hatte én tudtam. Én sokan tudtak erről. Én sokat utaztam. Akkor volt egy olyan időszak, hogy kicsit enyhébb volt a kommunizmus és a kapitalizmus. Volt egy enyhébb pillanat, amikor végre adtak útlevelet, és utazhatunk. És hát nem volt nehéz észrevenni, hogy a világ mennyire különbözik, és mennyi minden történik másképpen. De például, hát persze amerikai film, nem minden film ilyen hülye volt, mint az a két film. Hát voltak nagyszerű amerikai filmrendezők, akik nagyszerű filmeket csináltak, és azt mi láttuk, de például Fassbinder filmeket nem láttuk mi a moziba. Meg nagyon ilyen avantgárd, hát azt mondom, avantgárdnak nevezték, azokat nehezen láttuk, a francia filmek, ami nagy korszakát éltek. Szóval az, amikor én elkezdtem filmeket csinálni, akkor azért a francia filmnek, meg a német filmnek nagy föllendülési korszaka volt, akkor jelent meg a Jean-Luc Godard, az ő filmei, meg a Nouvelle Vague, akkor ismerkedtem meg Agnès Vardával, akkor ez egy élénk időszak volt a filmgyártásban, a német filmgyártásban is, és ez hatott a magyar filmre, mert megjelentek a Szabó Pista, nagyon sok fiatal rendező, akik elkezdtek más filmeket csinálni, mint a szociál filmek, és ez nagyon fontos volt. És akkor láttuk a Fassbinder filmjeit, és akkor láttuk a Sigulával, soha nem felejtem el, láttam azt a filmet, ami a háború végéről szól, és az ő életében az a csodálatos film, ahogy túléli a háborút. Hanna? Ja, und ich, wie ich in Ungarn gedreht habe, habe ich gesagt, und könntet ihr mir denn nicht ein Rendezvous machen mit Marta Mezaros? Da haben sie gesagt, ich glaube, sie ist im Moment nicht da oder so. Igen, de úgy volt, hogy amikor a Mastroianni forgatott Magyarországon, akkor a Mastroianni sokszor följött hozzám,
egy ládafehér borral, mert ő csak azt a bort ittad, és azt mondta, hogy a Sigulával egy szállodában lakunk. És akkor ugye ti a Mastroianival ugyanott, ugyanabba a kicsit rossz filmbe játszottatok. Igen. És a Mastro, és majd mondtam a Mastroiannak, hogy hívjuk meg a Sigulát, és azt mindig ígérte, hogy majd meghívja, de mire már ott tartott, hogy meghívja, már egy kicsit be volt csípve, enyhén szólva. De ez egy nagyon érdekes korszak volt. Endlich kommt die volle Wahrheit. Ja. Welche schönen Geschichten aus der vollen Wahrheit gibt es denn noch? Ja. In welcher Hinsicht denn jetzt? Fangen wir mal ganz ernsthaft an und vielleicht. Also ein MeToo werden Sie von mir nicht hören, Gott sei Dank. Aber ich kann mir schon vorstellen, jenseits von MeToo und all diesen Fragen, dass es schon ein großer Unterschied war, wenn man mit Fassbinder gearbeitet hat, dann plötzlich mit den anderen großen europäischen Regisseuren zu arbeiten. Ja, jetzt bin ich hängen geblieben in den zwei Tonspuren. Können Sie es noch mal kurz zusammenfassen? Ich kann mir vorstellen, dass es schon ein großer Sprung war, auch ein großer Unterschied, wenn man mit Fassbinder gearbeitet hat, so intensiv mit ihm gearbeitet hat. Ja. Und er hatte ja eine besondere Arbeitsmethode, dann plötzlich mit anderen großen europäischen Regisseuren zu arbeiten, die ja alle doch eine andere Konzeption von Film hatten. Ja, natürlich. Ich meine, es ist mir dann immer alles wahnsinnig langsam vorgekommen bei den anderen. Weil so ein Schnellbrüter wie ihn hat es nicht gegeben. Und das kam aber auch daher, dass er am Anfang aus seinen Schwierigkeiten immer eine Tugend gemacht hat. Bis er es dann eben konnte. Also ganz am Anfang hat er Filme gemacht mit Kamera, die statisch war. Oder vielleicht mal auf einer Schiene oder so. Und es ging, er hat jetzt nicht eine Szene so lange gedreht, bis es für ihn perfekt war, denn er hatte ein Bedürfnis nach Perfektion. Deshalb konnte er auch so schnell sein. Je mehr er konnte, desto mehr komplizierter wurde es mit den Einstellungen und desto länger hat es dann vielleicht auch gedauert. Aber das Spannende bei Fassbinder war, dass er oft auch die erste Einstellung genommen hat, es sei denn, es hat ihm nicht gefallen. Und das war natürlich etwas, was wieder dem zu mir entgegenkam, weil ich ja das viele Proben nicht mochte. Aber jetzt wollte ich auch Martha fragen. Ich bin sicher, in Ihrem Film Adoption gab es ein ganz durchgearbeitetes, Gott sei Dank auch sehr schön wortkarges Drehbuch. Aber hat sie denn auch während sie gedreht hat, sehr viel mitgenommen, was eben noch nicht als Drehbuchautor im Kopf war? Wurde sie auch überrascht vom Leben während ihrer Drehzeit und kam das im Film auch vor? Én soha, mikor elkezdtem forgatni, akkor én már nem olvastam a forgatókönyvet. Nem lapoztam, nem néztem a forgatókönyvet, mert azt gondoltam, hogy ha én nem tudom, hogy mit akarok, akkor én hiába lapozok a betűk között, úgyse találom meg.
Nekem ott kellett lennem szembe a színészekkel, akiket kiválasztottam a gondolattal, ami kísért engem az érzelmekkel. Én nagyon szerettem folyton közöttük lenni, és ez furcsa volt. Emlékszem, hogy nagyon sok kollégám mindig rám szólt, hogy miért nem olvasod a forgatókönyvet. Mert a forgatókönyvnek engem nem érdekelt, az már múlté volt. Most ki kellett találni a képet, az arcot, a létet, a színészt, ez volt az érdekes. És ez volt a Fassbinder, és azért forgatott gyorsan, szerintem, mert ő neki olyan film, zseniális, képi léte volt, hogy ő neki muszáj volt írni a filmet, neki muszáj volt gyorsan dolgozni, és gyorsan nagyon sok mindent elmondani. És egyébként hát én nagyon jól emlékszem a Fassbinder filmjeire, és azt hiszem, hogy német filmgyártásban ez az egyedülálló zseni volt, aki olyan dolgokat mert megcsinálni és elmondani a németekről, ami soha senki nem mondott el. Úgyhogy, és én is Párizsban láttam a Fassbinder filmet, nem Magyarországon természetesen, és én is sokat tanultam Párizsban. Az nagyon sokat változtatott az én életemben a Nouvelle Vague. A Godard megjelenése és az egész francia film léte akkor az alapvetően megváltoztatta szerintem a filmgyártást. Martha, wir haben damals alle Regisseure und Regisseurinnen, die in dem Studiosystem in den sozialistischen Ländern gearbeitet haben, glühend beneidet. Denn wir haben mit sehr, sehr kleinen Budgets gedreht, übrigens Fassbinder auch. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir alle so furchtbar schnell drehen mussten, weil wir kein Geld hatten. Und möglicherweise ist das, was wir damals von euch geglaubt haben, sehr übertrieben. Aber uns kam es vor wie ein ungeheurer Luxus, wie viele Drehtage ihr hattet und wie langsam ihr an eure Sachen herangehen konntet. Ist das übertrieben? Ist das ein Märchen? Ich würde, falls Sie sich erinnern, gerne wissen, wie viele Drehtage hatten Sie für Adoption? Nagyon gyorsan. Én azt hiszem, a örökbefogadás lényegében egy helyszínen játszódik. Ez egy sziget Dunán, ahol a házban él a fő hősnő. A gyár, ez nagyon olcsó film volt, és lehet, hogy irigyeltek bennünket, de én soha nem kaptam sok pénzt a filmémre. Nekem mindig úgy odaadtak, hogy na, azért adjuk neki. Még volt egy dolog, amit muszáj elmondanom. Tőlem egy kicsit féltek, mert én Moszkvában tanultam a főiskolát. És én rájöttem nagyon gyorsan, ha én azt mondom nekik, hogy Moszkvában, ott akkor a sok kommunista azt mondja, ja, hát Moszkvában, akkor adjunk neki kis pénzt, mert ő Moszkvában tanult, Moszkvában. Úgyhogy ez a Moszkva szó, ezzel fenyegettem őket, és nem tudtak sokszor hova tenni, hogy ez a hülye nő, ez biztos tud valamit Moszkvából, kivel van a kapcsolatban, mert hát azért ez egy igazi kommunizmus volt, és így nagyon sokszor megúsztam a dolgokat, hogy
Ugye nem szerettek, de hát azt mondták, hogy a hülye, tehát Moszkvába tanult, és akkor hagyjuk békén. És a költségvetés nagyon szigorú volt. Hiába irigyeltek, mert általában a költségvetést azért úgy adták a pénzt, hogy azt nagyon óvatosan kellett forgatni, és hát csak azt akarok, már nem akarok sokat beszélni, de hozzá kell tenni, hogy amikor mi elkezdtük a Jancsó, meg a Fábri, meg nagyon sok új érdekes film jött létre, magyar film, akkor jött egy új generáció, a Szabó és a többiek, akik még segítettek bennünket, úgyhogy ez a korszak egy nagyon jó magyar filmgyártást hozott. Hanna, hatten Sie auch eine Drohkulisse? Bei Martha war es Moskau, war es bei Ihnen? Das hätte Fassbinder ganz anders gemacht. Nein, Fassbinder hat einfach durch die Art, wie er aufgetreten ist, schon bedrohlich gewirkt. Weil dieses... Igen, de, jó, hát ott fenyegetni, de el tudjátok képzelni, hogy akkor a szocializmusban mit jelentett Moszkva? Hát ne képzeljétek el, mert nagyon rossz volt, borzalmas volt. Moszkva az ott volt a börtön, a vége a szabadságnak, minden. És mikor én pimaszul, ráadásul én perfektül tudtam oroszul, hát ez még nagyobb félelmem volt, úgyhogy ezt ki kellett használni. Na ja, der große Bruder sozusagen, der bedrohliche Bruder, das war ja für uns Amerika. Und das haben wir waren ja sehr anti-amerikanisch eingestellt. Also das durfte man auch. Denn das Deutschland der 50er Jahre war ja eine Art kulturelle Kolonie von Amerika. Und was jetzt Fassbinder anging, der hat später gesagt, er würde sich wünschen, er könnte eines Tages Filme machen, die so erfolgreich sind wie Hollywood-Kino, aber eben nicht so verlogen. Hát igen. Igen. Szóval sok mindenből összeért a világ. Nagyon. De nézd, azért most, ahogy így ülünk együtt, én azt hiszem, hogy azért mindennel együtt egy csodálatos korszakot éltünk át. Van mire emlékezni. Én még mindig csinálok filmeket, és a rögbefogadás után csináltam 22 filmet. Hát azért én vagyok az egyetlen nő a világon, aki valami 28 filmet csinált. Őrület. Én nem is tudom, hogy hogy csináltam. De azért, mert én művészetnek tartom a filmet, de én, ha nem csináltam filmet, én kurvára unat hoztam. Muszáj volt filmet csinálnom. Jó buli volt, jó buli volt. Jött az autó, értem, ott voltak a színészek, együtt beszélgettünk, piáltunk, hülyeskedtünk, szerelmesek voltunk, ez egy fantasztikus buli volt. Anna, Sie haben ja auch Filme gemacht. Ich meine aber jetzt nicht die, in denen Sie als Schauspielerin aufgetreten sind, sondern Sie haben Ihre Träume verfilmt. Ja. Ja, ja, ja. Aber auch das hing ursprünglich zusammen mit Fassbinder, komischerweise.
weil er wollte mit mir, nachdem wir Maria Braun gedreht haben, bin ich zu einer Premiere runtergefahren nach Cannes. Ich wusste, dass das passiert. Immer habe ich ein Loch, wenn ich über das Bekannteste reden will. Ja, egal, er hatte eine Premiere von Despair. Und da wollte ich mit ihm anstoßen. Und da hat er mich beiseite genommen und hat gesagt, weißt du, wir machen den nächsten Film, aber anders als sonst, da bist du nicht nur Schauspielerin, sondern wir machen alles zusammen. Wir mieten ein Haus und dann schreiben wir den Film jeden Tag ein Stückchen weiter und machen ihn zusammen. Du spielst, aber du bist auch meine Partnerin. Und da habe ich wahnsinniges Herzklopfen gekriegt. Und habe mir gedacht, was, so schnell, das habe ich mir gewünscht, aber jetzt kommt es so schnell. Und dann habe ich mich, er hat gesagt, du kaufst dir ein Buch und das wollen wir verfilmen von einer Surrealistin, die also in einem Schub ihrer Schizophrenie eine Schwangerschaft erlebt hat, nicht mit einem anderen Kind, sondern mit einer ganzen Stadt. Und diese Stadt war das Berlin, ein wiedervereinigtes Berlin. Und dann habe ich mich eigentlich sonst auf Filme nicht so vorbereitet. Das Drehbuch habe ich natürlich gelesen, aber ich fand immer, dass es schöner ist, wenn man auftaucht am Drehort und man weiß noch nicht, wie man es machen möchte. Und dann, habe ich mich so eingesteigert vorher und habe dann auch in diesem Zustand des zweigeteilten Seins. Damals gab es auch ein Buch, das hatten wir alle gelesen. Das hieß The Divided Self. Und deshalb war es für mich dann ein totaler Absturz, als ich kurz bevor wir anfangen wollten zu drehen, hat mich einer aus dem Fassbinder-Clan angerufen. Er hat es wohl selber nicht gewagt und hat mir gesagt, der Fassbinder kann den Film nicht machen. Sein Freund hat sich umgebracht. Er macht jetzt einen anderen. Ich habe damals auf dem Land gelebt, in so einer Künstlerkolonie. Und die haben das so miterlebt, dass ich so total platt war. Und dann haben sie gesagt, kauf dir doch selber eine Kamera, wir zeigen dir, wie es geht. Und dann habe ich das gemacht, sie haben es mir gezeigt. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn das Wildeste in mir, wo ich mir auch nicht die Frage stellen muss, ist es denn wert, dass es erzählt wird, sondern wo so eine gewisse Unschuld dabei ist. Denn wenn wir träumen, sind wir alle Dichter. Und wir träumen nicht das, was wir uns ausgedacht haben, sondern das, was raus muss. Und ich habe in der Zeit mir auch viele Träume aufgeschrieben, früh. Ja, und dann habe ich diese kleinen Traumprotokolle, die habe ich dann vor der Kamera, also vor meiner eigenen Kamera,
nach, wie soll man das nennen, nacherlebt. Aber es durfte niemand dabei sein. Also ich habe mir so eine Schaltung gemacht, dass ich das dann alles allein machen konnte. Und zwar, warum durfte niemand dabei sein? Weil ich wollte rauskriegen, wie ich denn bin, wenn mir niemand sagt, dreh den Kopf dahin und dorthin. Denn so hat Fassbinder Regie geführt. Fassbinder hat nie psychologisch Regie geführt. Er hat immer Regie geführt wie ein Choreograf. Er hat immer gesagt, du machst diese Bewegung, da gehst du in die Knie, da stehst du wieder auf und da schaust du nach oben. Und so, und all das habe ich dann eben, ich war nur mit mir allein und ich habe dann das Gegenteil stattfinden lassen. Und das war, und dieses Material habe ich dann aber eigentlich jahrelang niemals bearbeitet, immer in kleinen Köfferchen von einer Wohnung zur anderen getragen. Und dann gab es mal eine Retrospektive in New York von mir. Und da haben die mir gesagt, sie können aber auch etwas zeigen, was noch niemand von ihnen gesehen hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja siehst du, genau, dann, das ist die Gelegenheit. Und dann habe ich das Material genommen und habe das mit jemandem, der das bearbeiten konnte, ausgewählt und zusammengeschnitten. Und dann habe ich in New York eigentlich die erste Bestätigung erlebt, dass das etwas ist, weil es hat eigentlich noch niemand so richtig gesehen gehabt. Und die haben, und der damalige Kurator, Larry Kardisch, der hat mir gesagt, sie möchten das in ihr Archiv aufnehmen und das würde erinnern an die weiblichen Pioniere des Films. Und, ja. Und dann war das für mich eigentlich so, die Geburt des eigenen eigentlich erst hat dann stattgefunden. Und von da an habe ich dann ab und zu so Videofilme gemacht, ja. Ja. Én ehhez csak azt tudom hozzátenni másképpen, hogy nekem az életem legnehezebb filmjei a Napló gyerekeim voltak, mert az a szüleimről szólt. Az édesapámat Szovjetunióban kivégezték, az anyám meghalt. És és mi meg a húgaimmal megmenekültünk, és úgy jöttem, valaki idegen emberek hoztak haza Magyarországra. És én nagyon nehezen jutottam odáig, hogy erről csináljak filmet. És végül is sikerült megcsinálni, nagy nehezen volt egy csodálatos producer, Nemes Kürti István, aki nem adta be a forgatókönyvet ott, ahol elfogadták és adták pénzt, hanem azt mondta, hogy Márta, most nagyon kevés pénzt fogsz kapni, de ezt a filmet csináld meg. És nagyon gyorsan kell megcsinálnod, mert ezt neked el kell mondani apádról és anyádról, hogy mi történt velük, és akkor összeállt a stáb, és elindultunk, mert a dolog az Ázsiába készült, úgyhogy mi Szlovákiába forgattunk a hegyekbe, és akkor én megcsináltam ezt a filmet a Napló gyerekeimnek, és kész lett a film, és mikor a bizottság, aki adott volna pénzt a filmre,
nem fogott el a filmet. A film három évig dobozva volt, eltűnt. Én azt hittem, hogy ez a film vagy megsemmisítették, vagy elpusztult, de úgy alakult az élet, hogy egyszerre csak kiderült, hogy a film mégis megvan. És csináltak egy vetítést, és arra a vetítésre eljött a Toscan de Plantier, aki egy a Gaumont-nak a vezetője volt, és megnézte a filmet, és azt mondta, hogy ez a film megy Cannes-ba. És nem akarták, hogy menjen Cannes-ba. A vége szerencsére happy end, a film elment Cannes-ba, megnyerte a Jury nagy díját, és így én meg tudtam csinálni azt a filmet, ami arról szólt, hogy a szüleim hogy pusztultak el fiatalon. Martha, der Fall der Berliner Mauer war für die meisten Filmindustrien in den sozialistischen Ländern ein unglaublicher Einschnitt. Viele Karrieren sind da fast zu Ende gegangen, zumindest sind sie erstmal zerbrochen. Sie scheinen das ziemlich unbeschadet überstanden zu haben, oder sehe ich das falsch? Ezt nem értettem a végét. Nem értem. Nem. Hát nem tudom, én soha nem hittem, nem is gondoltam arra, hogy elbukom. Ez valahogy nem tudom, furcsa természetem van, de mindig azt gondoltam, hogy megint fogok filmet csinálni. Nagyon sok nehézség volt az életemben, volt, mikor nem adtak pénzt, akkor kitaláltam valamit, akkor elmentem Lengyelországba, ott dolgoztam, de a bukásban az, hogy én soha nem fogok filmet csinálni többet, vagy lemondok valamiről, ami fontos nekem a filmcsinálásban. Csináltam közepes filmeket, rosszakat nem csináltam, azt nem vállalom, de közepeseket csináltam. De mindig hittem abba, hogy én tovább fogok csinálni. Hát most is 86 éves vagyok, vagy 7, ha nem is tudom. És én még akarok filmet csinálni. És már megvan a gondolat, megvan a forgatókönyv, a szinopszis, és fogok forgatni. Most már az a szerencsém van, hogy az unokáimmal tudok dolgozni együtt. És ez egy csodálatos dolog, hogy megéltem azt, hogy nem csak én, hanem az unokáim is dolgoznak velem. Ich möchte an beide eine Art Schlussfrage stellen. Ich fange bei Hanna an. Gibt es irgendetwas in Ihrem Leben als Künstlerin und auch als Frau, ich sage das bewusst doppelt, wo Sie sagen, das ist mir leider versagt geblieben? Ein Kind? Also im Gegensatz zu ihr muss ich sagen, ich habe keine Geschwister, ich habe keine Eltern mehr, ich habe niemanden mehr, nur Freunde. Ja. Wie schön. Ja, und also das ist, gut, ich wollte adoptieren, deshalb ging mir auch
der Film von Martha noch besonders nahe, obwohl ich aus dieser Phase längst heraus bin natürlich jetzt. Aber dann war es so, dass meine Mutter zu meinem Kind wurde. Ich hatte sozusagen schon angezahlt bei einem Anwalt in New York. Ich hatte damals den Polanski gefragt, wie macht man das, dass das schnell geht? Sagt er, ich gebe Ihnen die Adresse. Und dann war es alles ganz anders gekommen. Und ja, so ist das. Jedes Leben hat seinen Preis. Und Martha, was war Ihr Preis? Én három gyereket neveltem föl, és nem is tudom pontosan hány unokám van, azt hiszem 8 vagy 9, vannak már dédunokáim. Ahogy a film fontos volt az életemben, én nem tudtam elképzelni az életemet, hogy nem gyerekekkel élek. Ez nekem az kellett, én mindig szerettem, ha valakik nőnek, ott kiabálnak velem, és dolgoznak, és eltűnnek, és én tűnök el, és visszajövök. Úgyhogy nekem nagyon fontosak voltak a gyerekek, és nagyon fontosak az unokák. Én nem úgy élem meg, hogy ők az unokáim, én úgy élem meg, hogy ezek a barátaim. És én egyszerűen barátkozok velük, és remélem, hogy ők is barátkoznak velem. És ez nekem nagyon fontos, mert így nem is tudtam volna az életemet másképp elképzelni. Und auch wir werden jetzt verschwinden und kommen hoffentlich einmal wieder zurück, Martha. Das fände ich schön, wenn ich auch in einem Ihrer Filme ein Plätzchen fände. Wir wollten dieses Gespräch eigentlich beenden auf diese Weise, dass man auch aus dem Publikum noch Fragen stellen konnte. Aber ich sehe da nichts anderes als eine dunkle, uniforme Masse. Keinen einzigen Menschen, das macht dieses Licht. Und ich glaube, es ist besser, jetzt die Einladung anzunehmen, die an alle geht, dass unten ein kleiner Empfang vorbereitet ist und die Leitung des Instituts lädt Sie alle herzlich ein. Und ich danke diesen beiden ausgezeichneten Künstlerinnen für ihre Offenheit und ihre Bereitschaft, auf Fragen zu antworten.